Opfertier. Opfertier ist ein Tier, das im Rahmen eines rituellen Opfers dargebracht wird und getötet und verbrannt wird. In vielen Kulturen gab es Tieropfer und die Opfertiere wurden eben Gott dargebracht. Wir finden es im Judentum, im Alten Testament werden immer wieder Opfertiere Gott dargebracht. Wir finden es im alten Griechenland, wo Opfertiere bei verschiedenen Riten dargebracht wurden. Und auch im alten Rom wurde insbesondere Stier als Opfertier dargebracht, aber auch Schaf, Widder und Ziege. Auch im Hinduismus gab es Opferungen von Tieren. In den Veden wird von Tieropfern gesprochen und auch im Mahabharata gibt es ein Pferdeopfer als Teil einer Königskrönung. Im alten Indien waren es insbesondere die Jains, die sich gegen das Opfern von Tieren gewendet haben. Die Jains sind die Anhänger des Jainismus. Und die sind schon recht früh Anhänger gewesen des Ahimsa-Gedankens des Nichttötens. Manchmal wird sogar gesagt, dass Buddha ein Jain war, der sich dann von den Jains abgespalten hat. Jedenfalls hat der Buddha Tieropfer generell abgelehnt. Auch Krishna in der Bhagavad Gita lehnt Tieropfer ab und empfiehlt stattdessen, dass man andere Verehrungsformen finden kann. Krishna sagt, dass man Mantras als Verehrung nutzen kann, dass man sich verneigen kann, dass man Pranayama üben kann, dass man anderen helfen und dienen kann und dass all das besser ist als Opfern von Tieren. Im Hinduismus ist dann oft übrig geblieben, statt das Opfern von Tieren wird wenigstens Ghee ins Feuer gegeben, aber auch in rituellen Feuerritualen, Yajnas, Homas, Havans, braucht man nicht unbedingt tierisches Ghee zu nehmen. Man kann Kokos-Ghee nehmen, also Kokosöl oder auch andere Öle. In Indien gibt es heute Tieropfer, nur noch selten. Vor kurzem ist auch im Kali-Tempel in Kolkata das Darbringen von Tieren, also von Ziegen und das Schlachten von Ziegen eingestellt worden. Auch im Nepal gab es große Opferfeste, wo Tausende von Tieren getötet wurden. Die sind jetzt auch, haben auch aufgehört und für die Göttin Durga werden auch keine Opfertiere mehr getötet.